Patienten mit Diabetes, die kein Insulin spritzen, müssen ihre Blutzuckerteststreifen in der Apotheke künftig selbst bezahlen. Denn auf Rezept wird es die Streifen in Zukunft nicht mehr geben. Sie werden aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gestrichen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat die Einschränkung beschlossen. Seiner Einschätzung nach profitieren nicht insulinpflichtige Typ-2-Diabetiker nicht von der Selbstmessung. In bestimmten Ausnahmefällen soll es die Teststreifen aber weiterhin auf Rezept geben. Man braucht sie bei instabiler Stoffwechsellage, das kann sein bei interkurrenten Erkrankungen, das kann sein bei Ersteinstellung, bei Therapieumstellung, bei anderen Schwankungen, wie gerade Sportveranstaltungen, wo man also anfängt, Sport zu treiben als Diabetiker, mag sein, dass das auch zu einer Schwankung führt. In diesen Fällen haben wir eine Ausnahmemöglichkeit ausdrücklich geschaffen, dann auch bei Nicht-Insulin mit Insulin behandelnden Diabetikern diese Teststreifen zulasten der Kassen zu verordnen. In der pro Fall einer solchen Schwankung dann bis zu 50, in der Regel bis zu 50 Teststreifen, weil das Ganze sich allenfalls dann auf einen Zeitraum von etwa 2 Wochen beschränkt. Der GBA führt den hohen Verbrauch an Teststreifen in der Vergangenheit auch auf Marketingaktivitäten der Hersteller zurück. Sie hätten Patienten kostenlos mit Messgeräten versorgt und dadurch erst eine Nachfrage geschaffen. Die Krankenkassen begrüßen deshalb die Einschränkung. Das ist eine gute, ist eine vernünftige Entscheidung, denn sie verhindert, dass Leute etwas anwenden, was für ihre eigene Gesundheit nicht brauchen. Das heißt, es schützt die vor unnötigen Maßnahmen. Das Fingerpiksen ist, glaube ich, nicht sonderlich beliebt. Zum anderen spart es die Beitragszahler Geld. Wir schätzen mal, dass Einsparungen in der Größenordnung von 150 bis 200 Millionen Euro pro Jahr möglich sind. Das ist Geld, was die Beitragszahler und damit auch die Krankenkasse für Besseres ausgeben können. Diabetikerorganisationen hatten bereits im Vorfeld gegen den Ausschluss demonstriert. Nach Schätzungen des Deutschen Diabetikerbundes sind etwa 4 Millionen Versicherte von dem Beschluss betroffen. Die Patientenvertreter geben sich weiter kämpferisch. Wir werden zunächst einmal den Bundesgesundheitsminister auffordern, diesen Beschluss nicht in Kraft zu setzen. Und wir werden, wenn der Bundesgesundheitsminister nicht widerspricht, prüfen, inwieweit wir über Musterklagen mit Betroffenen das Recht umsetzen können. Der Ausschluss aus dem Leistungskatalog tritt frühestens im Herbst in Kraft. Typ-2-Diabetiker, die weiterhin ihren Blutzucker selbst messen wollen, müssen dies künftig selbst bezahlen. Der Deutsche Diabetikerbund rechnet mit Kosten von 200 bis 300 Euro im Jahr. Ob die Patienten die Teststreifen auf eigene Kosten in der Apotheke kaufen werden, bleibt abzuwarten.